Okay, erstmal die bodenlose Kiste. Wir wollen nämlich die Pyromantieflamme sicherheitshalber wieder rausholen. Denn jetzt will ich mit den beiden Töchtern des Chaos nochmal sprechen, um zu gucken, ob sie was Neues zu sagen haben. Ach, und der Isolift-Beschleuniger, der kann man weg. So, Kirks Rüstung müsste auch mittlerweile weg sein. Gucken wir mal kurz, ob wir irgendwas haben, was wir nicht brauchen gerade. Ja, den Titanitstab. Den können wir noch kurz wegpacken. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wo ist er denn? Genau, Titanit-Fangstab. So. Oh, bei der Gelegenheit will ich euch mal kurz die vierzackige Hake zeigen. So, die legen wir mal kurz an. Können wir sie auch benutzen mit unseren Werten? Ja, können wir. So, natürlich zwei Standardangriffe einhändig. Aber der schwere Angriff zweihändig. Bong. Toll, oder? In diesem Sinne packen wir die Hake mal wieder weg. Ziehen uns noch mal den alten Hexenring an. So. Und gucken, ob sie was Neues zu sagen hat. War hier nicht gerade noch irgendwas? Ach, am Referrasten. Okay. Okay, sie hatte gerade was Neues zu sagen. Okay, sie kann nicht sehen. Das ist der Grund, warum sie uns für Quilak hält. Und das hatten wir ja. Ja, hat eigentlich was Neues zu sagen? Ja, die Gesellschaft haben wir gerade gegeben. Ja. Giant watches over the flame of chaos. Our fair lady and Mistress Quilak fled from the ruins. I do not know the details, and I do not ask. Okay. Worse than undead, we are diseased, like the grime of the great swamp. But my dear fair lady, she cried for me and swallowed the great blight pus. Despite Mistress Quillard's orders to the contrary. Worse than okay, mehr hat er nichts zu sagen. Ja. Gut, das war Quilak. Quilan. Jetzt gucken wir mal nach Quilana. Und ja, die haben alle komische Namen. Also einmal rostiger Eisenring schon mal anlegen, dass wir leichter durch den Sumpf kommen. Pyromantieflamme haben wir. Dabei, ja, gut. Dann geht es jetzt nochmal kurz in den Sumpf der Schandstadt. Beziehungsweise die Kloake. Jetzt sage ich auch schon Sumpf mittlerweile. Wir haben noch 5 Heimkehrknochen. Das ist nicht viel, aber wir haben ja den Heimkehrzauber, den ich gar nicht eingestellt habe. Auch gut. Macht nichts, selbst mit 4 Heimkehrknochen kommen wir gut voran. Wir brauchen ja nicht mehr viele. Beziehungsweise ich brauche eigentlich gar keinen mehr. Ich kann ja von Quilana dann zu dem anderen Leuchtfeuer gehen und mich von dort weg teleportieren. So, einfach hier hoch. Zurück in... weg aus der Domäne. Aus Quilaks Domäne.
alles voller Spinnennetze und so. Ich frage mich, wie eine Lavaspinne Spinnennetze produziert. So, hier vorsichtig runter. Und die da runterholen. Die da gerade auf mich zugeflogen kommen. So. Oh, da bin ich schon in der Brühe. Kommen sie von da angeflogen? Ich sehe sie gerade nicht. Sind sie hinter dem Stein mal wieder? Hä? Ja, da kommen sie. Okay, wieder mal Tontauben schießen auf Riesenfliegen. Damit wir da drüben mit in Ruhe mit Quilan reden können. Eine weg. Noch eine weg. Und jetzt dürften gleich wieder welche starten. Und bis die ankommen, tue ich mal kurz die Menschlichkeit gegen Entgiftungsmoos tauschen. So. Genau, da kommen sie schon wieder angeflogen. Ich glaube, ich muss die mindestens viermal töten. Da die so oft respawnen. So. Und so. Oder dreimal, das reicht. Gut. Oder auch nicht. Da kommt nämlich noch mal eine. Wow, okay, ich habe einen Riesen geaggrot. Der Riese ist nicht ganz so schön. Oder der infizierte Barbar. Au. Komm, ich schieße da ein paar Mal in den Rücken. Au. Und werde von dir über den Haufen gerollt. So. Gut, damit wäre das auch erledigt. Kommen jetzt noch welche angeflogen? Nö. Also dann lass mich bitte zu Quilana rüber. So. Nichts geaggrot hier? Nein. Also einmal Gegengift und hallo Quilana. Outstanding. You have done very well. Thank you. I am blessed to have met you. I suppose I can call you fool no longer. I can hardly thank you enough. Please take this. It is all of me. Pyromantie, Feuer, Orkan. Okay. Also, wenn wir das Bed of Chaos, das ist das, der englische Name für das Chaos, dem Chaoswesen, was wir jetzt als letztes besiegt haben, besiegen, kriegen wir von Quilana einen Zauber. Thank you. I am blessed to have met you. I suppose I can call you fool no longer. Gut. Thank you. Dankeschön. No luck. Do not let it bother you. Ja. Und damit lassen wir dann die Schandstadt und die Dämonenruinen endgültig hinter uns. So. Nächste Haltestelle. Vergangenheit. Denn nach meinem Kampf gegen Kalamit habe ich etwas vergessen. Stadt Olakil. Das möchte ich jetzt schnell nachholen. Nämlich, wir haben vergessen, nachdem wir Kalamit besiegt haben, nachdem ich einfach froh war, dass ich ihn besiegt habe. Ihr habt ja sicherlich gesehen, wie lange das gedauert hat, ihn zu besiegen. Ausdauerring bitte. Wie lange es gedauert hat, Kalamit zu besiegen, war ich einfach nur froh, wegzukommen. Und habe ganz vergessen, nochmal mit Goff zu reden. So, also wieder hier hoch und in Goffs Turm.
Und ich weiß immer noch nicht, was das genau für ein Gebäude gewesen ist. Es könnte auch eine Art Palast gewesen sein mit diesem zusätzlichen Anbauturm. Hey, Goff. Thou hast defeated Calamite? Wondrously played. Lord Gwyn's blessing upon thee. That beast will never take to the skies again. Ja. Er ist schon mal zufrieden mit uns und lässt uns Lord Gwyn's Ehre zuteil werden. Mal sehen, was er noch zu sagen hat. This great bow, I shan't need it. But no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, thy need outweighs mine. Ja, Goffs Großbogen. Hat er noch was zu sagen? I suspect thou hast taken a gander at it. But the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseal. It seems that this dire fate is unavoidable, but seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Ja, er hat es gerade noch mal gesagt. Die Leute von Ulakil sind selber schuld, dass sie Manus befreit haben und ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Ich habe mir übrigens nochmal Gedanken darüber gemacht und eine andere Theorie wäre wirklich gewesen, dass Kaf, also die dunkle Schlange, die Leute von Ulakil dazu überredet hat, ihn Manus zu befreien. Ganz einfach aus dem Grund, weil Manus der letzte Dark Lord war und Kaf ja ein Diener des Dark Lords ist. Also er wollte eigentlich Manus Befreiung damit erreichen, aber die Leute von Ulakil haben wohl gedacht, wenn sie ihn dann foltern, kommen sie an seine Macht ran. Ja, und als Manus dann wahnsinnig geworden ist, hat sich Kaf von ihm distanziert, weil er dann nicht mehr der Dark Lord war, sondern nur noch eine wilde Bestie. Do not mistake my words. I cherish my work. Woodcarving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away, I should hope. Ja, okay. Er hat es gerade gesagt. Farewell, may every honor be bestowed upon thee. Er hat es gerade gesagt, dass er und der Gigantenschmied in Anor Londo Freunde sind, hat er somit sozusagen damit angedeutet. Weil er schnitzt gerne Holz. Sieht man ja, wie viele er da hier schon geschnitzt hat. Obwohl es die sehen so aus, als ob er sie gerade noch schnitzen möchte. Und da schnitzt er gerade ein Stück so eine Holzschnitzerei, wie wir gefunden haben. Und er hat uns seinen Großbogen geschenkt, beziehungsweise eine kleinere Version, weil seiner liegt immer noch dort drüben, den könnten wir niemals führen. Ja, seinen Großbogen. Aber ich kann ihn euch mal kurz zeigen, den Großbogen. Dazu nehme ich einfach mal den Goff-Pfeil, lege den Bogen an, den ich gerade so führen kann. So. Wechsel. Pfeile. Und Pong. Ja, ich mach's nochmal gerne. Ja. Zoomen wir mal raus. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Richtig übertrieben. Gut. Verschwenden wir nicht noch einen Pfeil. Und ich bin überlastet. Das Ding wiegt nämlich 13. Im Gegensatz zu unserem Langbogen, der nur 1 wiegt. So, wir haben jetzt das mit Goff abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht es ab, die letzten losen Enden aufknüpfen. Das heißt, ab in den Finsterwurzgarten durch das große leuchtende Tor. Ah, ja. Gut, hier müssen wir raus.
Und dann teleportieren wir uns am besten in die Gemeinde der Untoten. Gemeinde der Untoten.